die Netze des Feindes, die er stellt, um sein Volk zu gefangen nehmen. Lieben, das war mir so groß, und zu diesem möchte ich uns ein Vers lesen. Lieben, hier in dem 1. Korinther, im 6. Kapitel, den 12. Vers. 1. Korinther, Kapitel 6, den 12. Vers. Ich habe es alles Macht, aber es frommt nicht alles. Ich habe alles Macht, aber es soll mich aber nichts gefangen nehmen. Ihr Lieben, Paulus hier schreibt ein Wort. Und er sagt, ich habe alles Macht zu tun als Mensch. Ich habe alles Macht, aber er sagt, es frommt aber nicht alles. Ich habe alles Macht, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Und weißt du, meine Teure, das Ziel des Satans, des Feindes ist, um sein Volk gefangen zu nehmen. Weißt du, und die Bibel, die spricht sehr viel von diesen Gefangenschaften, mit was wir kennen, gefangen werden, ja, um wirklich diesen Meister, diesen guten Hirte nicht nachzufolgen sollen, oder ein Hindernis für die Nachfolge. Weißt du, und der Feind, wir lesen es, er ist ein Tausendkünstler. Er hat zu jeder Seele, zu jedem Menschen seine eigene Methode. Weißt du, und er kennt jedes Herz, und er weiß, mit welchen Methode er den Menschen gefangen nehmen kann. Weißt du, nicht alle, wir sind alle unterschiedlich von Charakter, von ein oder anderer Seite, ihr Lieben, von den Eigenschaften, aber er kennt unsere schwache Seiten. Weißt du, und da beginnt er seine Netze auszubreiten, um dich und mich zu gefangen, um, damit ich nicht im Glauben vorankommen kann. Und es gibt so vieles, meine Teuren. Wir sehen Paulus, er schreibt dieses Wort hier zu der Gemeinde zu Korinth. Lieben, er schreibt dieses Wort nicht zu der Welt, aber zu der Gemeinde. Lieben, zu denen, die Gott gedient haben. Zu denen schreibt er dieses Wort, und er betont, ich habe zwar alles Macht, aber es frommt nicht alles. Und wir lesen auf eine andere Stelle im 10. Kapitel, er spricht an, es bessert nicht alles. Wisst ihr, Geschwister, wir sollten uns immer fragen oder mit dieser Frage beschäftigen, wie der Liederdichter, den wir oft singen, 204, frag dir mit Bedacht, was wird Jesus tun? Dient es mir zur Besserung? Dient etwas mir zur Besserung? Weißt du, viele Dinge im Leben, die nehmen einen Menschen so gefangen, dass der Mensch nicht kann frei werden. Weißt du, ich kenne viele Menschen, ihr Lieben, wohl sind sie in der Welt, aber oft brechen sie mit Tränen aus und sagen, ich wollte doch das nicht tun. Ich wollte es nicht, aber ich habe es getan. Warum, ihr Lieben? Weil die Sünde, die nimmt Menschen gefangen. Die Sünde, die tut fesseln den Menschen. Weißt du, die Sünde ist die Ursache, die der Feind ausbreitet, um die Menschen gefangen zu nehmen. Und das ist das Größte, ihr Lieben, wenn Menschen in der Sünde leben. Sie sind der Sündeknecht, sie kennen nicht anders. Aber ich und du, die ich frei, wie der Liederdichter sagte, frei, 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 von Sünden bin ich frei, von Welt und ihrer Eitelkeit hat Christus mich befreit. Gott sei Dank, wenn Christus dich und mich befreit hat. Aber wir sind noch nicht am Ende, meine Teure. Wir sind noch in diesem Leben. Und wir müssen kämpfen in diesem Leben, um dieses Ziel nicht zu verfehlen. Um die Feind, diese Netze, wo er ausbreiten tut, uns zu fangen. Weißt du, Bruder Orr schreibt in einem Buch und er sagt, der Feind tut wohl Netze ausbreiten oder ziehen, aber Kinder Gottes haben unter den Netzen immer noch Platz.
Weißt du, Geschwister, wie wichtig ist es, in der Demut zu bleiben. Wie wichtig bis in der Niedrigkeit zu bleiben, damit du wirklich in deinem geistlichen Leben wachsen und zunehmen kannst. Weißt du, und der Feind, sein Ziel ist, diesen Wachstum zu verhindern. Weißt du, ein Stillstand ist ein Rückgang. Wenn der Mensch in seinem geistlichen Leben stehen bleibt, er kann nicht vorangehen, er bleibt. Weißt du, und wie wunderbar, Jesus spricht ein Wort und er sagte in Johannes im 8. Kapitel, er schreibt da und er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und weiter spricht er im Wort und sagt er, wem der Sohn frei macht, der ist recht frei. Weißt du, und Paulus 1, er schildert und schreibt in Thessalonicher, uns Menschen, die wir eins in dieser Sünde gewesen, die wir Knechte der Sünde gefangen waren gewesen in diese Netze des Teufels. Und er sagte, wir waren eins. Nun sind wir frei geworden. Nun sind wir erkauft geworden von diese Netze und wir müssen, ihr Lieben, weiter durch dieses Leben gehen und damit uns der Feind nicht fesseln könnte, musst du einen Kampf führen, musst du gehen. Und wie ich schon sagte, Paulus schreibt dieses Wort zu den Römer und zu den Korinther. Und wenn wir am Anfang dieses Briefes vielleicht ein Wort uns lesen hier, wir sehen, wie stand diese Gemeinde vor. Oder gibt Paulus besser gesagt ein Zeugnis über die Gemeinde im 1. Kapitel ab Vers 4. Und er sagt, ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr seid durch ihn in allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnisse, wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist, also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Was für ein schönes Zeugnis gibt Paulus hier diese Gemeinde, dass kein Mangel da gewesen ist. Alle mit aller Gabe, mit allem sind sie reichlich, hat Gott sie gesegnet. Weißt du, und wir sehen, wenn wir weiter so betrachten, Paulus kommt und sieht so manche, was in dieser Gemeinde gefunden ist. So manches, was da stattgefunden hat, dass Menschen fangen an, bauen auf Menschen und so weiter. Und darum kommt er hier in den 6. Kapitel und sagte, nicht alles frommt. Nicht alles dient zum Besten, meine Lieben, sondern wir sehen, dass es gibt auch manche Sachen, die uns ein Hindernis im Leben sind, für die wir wirklich kämpfen müssen, damit unser geistliches Leben, Geschwister, versteht uns recht. Es geht uns nicht etwas, jemand zu tadeln, in keinem Fall, Gott bewahre, aber es geht uns darum, damit wir eine Hilfe einen und den anderen sein möchte, diesen Glauben Kampf sich nicht fesseln und binden lassen von dem Feind. Weißt du, man sieht doch mit Augen, wie doch der letzte Zeit der Feind so viel Mühe anlegt, um Menschenherzen zu gefangen zu nehmen. Und es schmerzt einen. Man liegt oft so Nächte, Stunden wach und man fleht zu Gott und man denkt, Herr, bewahre doch. Herr, erhalte doch die und die Seele, dass am Ende keiner zu kurz. Es geht ja um die Ewigkeit. Und darum, Geschwister, hören wir oft diese Warnungsworte, die in der Bibel, Geschwister, es sind nicht meine Worte, es sind Worte, die wir aus der Bibel nehmen. Und wenn ihr Gott manches Mal uns aufs Herz legt, weißt du, es ist manches Mal leichter zu sprechen über diesen guten Hirte, über die Allmacht Gottes, über die Liebe Gottes. Es ist doch viel einfacher. Weißt du, Gott wird eins von uns fordern, das ganze Evangelium. Weißt du, es wurde mal so ein Pastor gerufen, im Krankenhaus zu seinen Mitgliedern.
Und weißt du, der Mann, der da lag im Krankenhaus, lag am Sterben. Und weißt du, was er ihm sagte? Er sagte, du bist verantwortlich für meine Seele, weil du mir nicht die ganze Wahrheit gepredigt hast. Geschwister, und das ist eine Verantwortung, die ganze Wahrheit. Man kann wohl, wie Paulus sagt, aussuchen Predigten, nachdem unsere Ohren jucken, die da gerne wir hören, aber oft Predigten, die vielleicht uns nicht wohltun, die vielleicht unsere Seele vielleicht oft mal nicht wohl, aber ihr Lieben, wenn wir dieses Wort annehmen und es befolgen, dann sehen wir. Und Paulus sagte, nichts soll euch gefangen nehmen, nichts in keinen Ding, sondern es gibt zu viel, ihr Lieben. Und Jesus musste so ein treffendes Wort sagen und er sagte, wer etwas mehr liebt denn mich, der ist meine nicht wert. Ganz ernst spricht der Herr da, wenn er nur etwas, nicht alles. Ihr Lieben, aber wir können kein geteiltes Herz haben. Entweder diene ich Gott oder diene ich dem anderen. Es gibt nur zwei Wege, auf denen wir gehen und dass wir auch möchten, doch wirklich, ihr Lieben, doch so leben, wie Gott es von uns fordern tut. Weißt der Paulus, vielleicht zurück noch zu einem Wort in Römer, im 7. Kapitel, was schreibt der Paulus für ein Wort, ihr Lieben? Es ist ein Kapitel, das oft von den Menschen auch falsch erklärt und verstanden wird. Aber Paulus schreibt ja im 7. Kapitel, möchte ich nur einige Verse kurz hier uns lesen, im Vers 19. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun in dem Gesetz, so finde ich mir nur ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das in mir Böses hängt. Denn ich habe Lust am Gottesgesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber einen anderen Gesetz in meinen Gliedern, das da widersteht dem Gesetz meines Gemütes und nimmt mich gefangen in der Sünde des Gesetzes, welches ist von meinen Gliedern. Und geht er weiter und sagt, ich elender Mensch, wer will mich von dem Leibe dieses Todes befreien? Weißt du, Paulus redet hier oder spricht von einem Menschen, von einem unerlösten Zustand. Und weißt du, wie ich schon sagte, wie oft Menschen, ich wollte es nicht tun, aber ich hab's getan. Warum? Und er sagte, die Sünde, die in mir ist, die tut es. Die Sünde, ihr Lieben, und wir müssen wir uns hüten von dieser Sünde. Salomo sagte einst, fliehe von der Sünde wie von einer Schlange. Fliehe weit. Und Jesus, Gott warnte Kai und sagte, die Sünde, die steht vor der Tür, aber du herrsche über sie. Weißt du, Geschwister, und uns ist gegeben, wir können herrschen über diese Sünde. Wir können, Gott hat uns die Kraft. Paulus hier sagte, ich elender Mensch, wer will mich befreien? Ein Mensch, ihr Lieben, kann sich selbst nicht befreien. Ein anderer Mensch kann anderen auch nicht befreien. Aber er geht hier weiter und sagte, ich danke meinem Gott, Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nur mit dem Gemüt des Gesetzes Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Ihr Lieben, er sagt hier, ich danke meinem Gott, der hat es geschafft, nur Gott. Und darum ist es oft im Leben, ihr Lieben, wenn wir in Sünden leben, dann kennen wir nicht. Ihr Lieben, widerstehen diesen Anläufen des Teufels. Wir werden in diese Netze hineinfallen. Aber wem der Sohn, wie ich sagte, frei macht, der ist frei. Ihr Lieben, er wird wohl Versuchungen haben, aber er wird frei von diesen Versuchungen sein. Weißt du, und wie ich schon sagte, es gibt viele Netze oder viele Punkte, wo der Feind aufstellt, Netze, die er uns fangen nimmt. Und ich möchte so auf einige kurz stehen bleiben, auf einige Punkte und vielleicht erst ein Wort in 1. Timotheus im 6. Kapitel, vielleicht sehr bekanntes Wort und doch, ihr Lieben, für uns vielleicht
Ein Wort, das uns zum Nachdenken bringen sollte. 1. Timotheus Kapitel 6 ab Vers 6. Hier heißt es: Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar, wir werden auch nichts hinausbringen. Wer aber Nahrung und Kleidung hat, so lasse er sich genügen. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Stricke und vielteerige, schändliche Listen, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Erleben hier ein Wort. Sehen wir, dass Paulus hier spricht und er sagte von dem Reichtum. Von dem Reichtum, nach welchem Menschen oft sich ausstrecken heute. Schwester, nach diesem Reichtum, aber er spricht hier und ein Wort und er sagte, denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Stricke und viel anderes, ja, und bringen den Menschen in das Verdammnis hinein. Darum heißt es hier, wir haben nichts in der Welt gebracht, offenbar, wir werden nichts hinaus. Weißt du, und das ist ein Netz, der Feind heute in dieser modernen Zeit, in der wir stehen. Weißt du, wenn es zu Apostel Paulus so gewesen war, in der Zeit, in der wir lebten, dass schon Paulus warnt von diesen Gefahren, wie viel mehr heute, Geschwister, wie viel mehr heute in der Zeit, in der wir leben, wo diese Angebote so groß von allen Seiten uns angeboten werden, lieben, aber ich als Christ lasse ich mir da gefangen, verwechsle ich diesen guten Hirten, der mich leitet, der mich liebt, mit diesem Vergänglichen, was doch so kurz ist. Weißt du, wir finden auch in der Bibel viele Menschen, die vielleicht so gebaut haben oder vielleicht besser gesagt, die gefesselt waren auch mit diesen. Wenn wir nur einen Fall so betrachten in Matthäus 19 von diesem reichen Jüngling. Wir sehen, der da kam zu Christus und zu Jesus und sagte, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erben möchte? Eine Frage, eine berechtigte Frage, die wir vielleicht öfter uns auch stellen, Herr, was fehlt mir, sagt Lukas da auf einer Stelle, was fehlt mir noch, dass ich ähnliche, dass ich möchte dir nachfolgen, weißt du, und wir sehen, da kommen an einen Punkt, da er wohl alles so gehalten hat, dieses Gesetz und weiter, aber wir sehen da, wo Jesus sagte, gehe hin, verkaufe, was du hast und komme und folge mir nach. Und wir sehen, er ging traurig davon. Er ging traurig davon und Jesus musste sagen, wie schwer wird ein Reicher in das Reich Gottes kommen. Wie schwer wird er sein, ihr Lieben. Und so sehen wir, dass dieser gebunden war. Er wollte von diesem nicht loslassen. Er wollte wohl in das Himmelreich, aber das war er in diesem gebunden und gefesselt fest an diesem Reichtum, an diesem, und weißt auch viele Menschen heute sehen wir, ihr Lieben, wie doch alles ihres Streben, alles ihres Fleiß erwendet man an, um dieses Äußere und oft dieses Geistliche, meine Teuren, wird vernachlässigt durch das, weil wir ein anderes Ziel sich setzen, oft im Leben, andere Prioritäten setzen, ihr Lieben, und Jesus sagte, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, dann wird das andere, ihr Lieben, wenn wir es anders Prioritäten setzen, wir werden zu kurz im Leben kommen. Wir werden feststellen, wie meine Seele so darbet, wie meine Seele so hungert und am Ende meine Seele ist gestorben des geistigen Todes, weil ich mir anderes vorgenommen habe, weil ich nach anders gestrebt habe. In Jesua lesen wir im 7. Kapitel von einem Mann, Achan, ihr Lieben, Achan, der auch trachtete, oder wie er sagte auch, mir gelistet es und ich nahm. Und wie viel nahm er, ihr Lieben? Er nahm einiges mit. Es heißt, er nahm einen babylonischen Mantel, er nahm 100
200 Säckel Silber heißt das da und nahm eine goldene Stange. Er versteckte es. Er versteckte es, weil sein Herz war gefesselt an diesem Reichtum oder an diesem Gold, an diesem Silber, es war gefesselt, er sagte, es reizt, es gelistete mich und ich nahm. Und wir sehen die Folge davon, der Tod. Nicht allein er musste sterben, aber seine ganze Familie. Lieben, das tat die Sünde, gefangen genommen in diesen Listen des Reichtums und dafür bezahlt mit der Seele nicht nur er, sondern seine ganze Familie, sein ganzes Haus, sie müssten sterben. Lieben, ein weiterer Fall, Judas, diesen allmächtigen Sohn Gottes, der Gewalt über alles hat, um 30 Silberringe verkauft er diesen oder verratet er diesen Messias, verratet er diesen allmächtigen Sohn Gottes, der durch Gewalt, wie Jesus auch sagte, mir ist gegeben Gewalt über alles, so gering geschätzt, alles hingegeben und bezahlte mit seinem Leben. Ihr Lieben, und das Ende, ein schreckliches Ende, mit dem Leben ging er davon. Weißt du, so sind viele Menschen, ihr Lieben, die sehr abhängen oder hängen, gebunden sind. Weißt du, ich leste mal vor längerer Zeit von einer alten Frau, die sehr reich gewesen ist. Weißt du, und am Ende ihres Lebens, da sie auf dem Sterbebett lag, sagt sie zu denen, die sie bedienten oder sie pflegten, stellt mir mein Geldtresor neben meinem Bett, dass ich immer meine Hand drauflegen kann und gewiss bin, es ist neben mir. Was für ein trauriges Bild. Geschwister, wie viel vielleicht da drin war Geld, aber das hat ihr nicht geholfen für die Ewigkeit. Zu kurz im Leben, dieses irdische, das ganze Leben vielleicht gesammelt, Schätze gesammelt da in diesem, aber zu kurz gekommen, stellt, dass ich es so, ihr Lieben, an diesem Reichtum dieser Zeit ihr Herz gebunden war. Nichts anderes, ich möchte nur meine Hand, dass ich weiß, es ist noch da. Weißt du, und so werden Menschen oft im Leben so kurz kommen. Und Paulus geht hier weiter und sagt, der Geiz ist eine Wurzel, alles Übel, welche hat etliche gelistet und von Glauben irre geführt und machen sie selbst viel Schmerzen. Der Geiz, eine Wurzel, alles Übel. Weißt du, Geschwister, wir oft im Leben, wir verwechseln oft Sparsam und Geiz. Weißt du, Geiz ist etwas sehr Schreckliches, sehr Fürchterliches, wenn ein Mensch geizig ist. Ihr Lieben, er versucht alles, was er kann, zusammenraffen. Er wird nie genug haben im Leben, sondern immer mehr und mehr und mehr. Und wir sehen solche Menschen, die das Leben lang nach mehr und nach mehr und oft kommen sie nicht mit ihrem Gelde zurecht. Oft nehmen sich am Ende das Leben. Reichtum, nichts geholfen, aber dieser Geiz. Weißt du, ein anderer Fall vielleicht von einer gläubigen Schwester, die auch eine Gemeinde besucht hat und am Ende auch so sagte, gibt die Tochter ein Zeugnis oder spricht und sagte, ich möchte nicht in so ein Glauben sein, wie meine Mutter war. Sie sagte, wir Kinder, wir waren oft hungrig gewesen, wir hatten nicht gehabt, um mit was uns Brot zu kaufen, und unsere Mutter hat alles immer versteckt. Alles versteckt, und am Ende, wo sie im Bett lag, hat sie alles unter ihren Kissen gehabt, nur damit dieses Geld nicht gelangen möchte in die Hände der Kinder. Lieben, wie traurig. Alles ein Geiz. Das ist geizig, ihr Lieben, wenn andere darben und ich genug habe. Lieben, wir sehen auch weiter. Ananias und Sapphira in der Bibel lesen wir. Sie machten auch etwas, vielleicht Gutes und sehr Gutes. Sie verkauften und brachten, Lieben, aber sie wollten hier bisschen schummeln, ja, vielleicht. Sie wollten hier vielleicht nicht die ganze Wahrheit sagen, wir behalten etwas für uns und sagen es so. Weißt du, sie belogen
den Heiligen Geist, wie auch Peter sagte, und mussten mit dem leben. Wisst ihr, Geschwister, wie wichtig ist in unserem Leben, wir sollten es Gott dankbar sein, ja, für das, was wir haben. Aber wir sollten nie unser Herz daran hängen. Wir sollten frei sein von allen. Die Kinder dürfen raus. Frei sein. Wer Christus frei gemacht hat, der ist frei. Der hängt nicht an dieser Dinge, dieser Zeit. Und das ist wichtig, ihr Lieben, dass wir doch möchten so leben, so wandeln, wie es Gott gefällig ist. Ich möchte noch weiter ein Gedanke, die Zeit hier läuft in Galater. Finden wir ein Wort, was Paulus hier schreibt zu den Galater. Zwei Verse möchte ich hier uns in Galater in Kapitel 2, den 4. und den 5. Vers. Es heißt hier, da aber etliche falsche Brüder sich mit eingebunden gedrungen und neben eingeschlichen waren und verkundschaften unsere Freiheit, die wir haben in Christo Jesu, dass sie uns gefangen nehmen, wichen wir denselben nicht eine Stunde untertan zu sein, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehe. Paulus spricht hier von falschen Lehren. Weißt du, Geschwister, wie schnell wir können oft verwickelt werden in oder gefangen nehmen in falschen Lehren. Wisst ihr, wie wichtig es ist, bleiben bei dem Wort Gottes. Bleiben bei diesem Wort Gottes, welche uns zurückgelassen, bei dieser Wahrheit. Nur die Wahrheit kann uns frei machen. Aber der Feind, er setzt doch seine Netze aus. Er stellt doch seine Netze aus, auch auf diesem Gebiet, meine Teure, gefangen zu nehmen uns, dass wir nicht diese Wahrheit gehorchen sollten, sondern Irrlehre. Und Paulus sagt, es sind etliche eingeschlichen, damit sie gefangen nehmen sollen, die sich an Gott glauben, die an Gott oder Gott von ganzem Herzen dienen, sie gefangen zu nehmen. Aber er sagt, wir wichen da nicht eine Stunde, blieben wir fern, sondern wir sind dabei, damit diese Wahrheit ist, das Evangelium bei euch bestehe, lieben in diese falsche Lehre. Und wir sehen, dieses Problem war alle Zeit und es wird auch sein, bis an der Weltende. Jesus warnte auch von diesen allen und er spricht in einer zu seinen Jüngern, hütet euch von der Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer, hütet euch. Er spricht da, sollen doch bleiben bei dem. Und er sagt, so ihr bleiben werdet bei mir, so werdet ihr dieses ewige Leben. Werdet ihr bleiben bei mir und bei dem Vater beides haben. So lehrt uns das Wort, dass wir doch bleiben. Weißt du, wir hörten gestern von Salomo. Salomo, ihr Lieben, es heißt, da er alt war, wurde ja, neigten die Frauen sein Herz, dass er fremden Götter angebetet haben. Weißt du, und wenn wir am Anfang seines Lebens betrachten, wie Gott mit ihm gewesen, wie Gott ihm gesegnet hat, wie Gott diese Weisheit ihm gegeben hatte, und am Ende des Lebens neigten die Frauen sein Herz, dass er anderen Götter angebetet haben. Und wir sehen weiter, Gott spricht und sagte, weil du von mir gewichen ist, will ich dein Königreich deinen Freund geben. Darum, weil du von mir gewichen bist, weil du nicht geblieben, ihr lieben falschen Götter, von denen wir gehört haben, wie auch viele anbeten, wie auch die Griechen in Athen, sie haben viele Götter gehabt, den sie angebeten haben. Und ich stelle mir so im Geist immer vor, Salomo, wie kannst du zu so einem Zustande kommen, der du diese Begebenheit mit deinem Gott erlebt hast, da du diese Herrlichkeit Gottes in deinem Leben gesehen hast. Salomo, wie konntest du weichen von diesem Gott, abtreten von diesem allmächtigen Gott, der dich doch so gesegnet hat, der doch zugesagt, ich will dein Gott sein, ich will mit dir sein, ich will dir Weisheit geben, ich habe dein Gebet erhört. Und hier sehen wir, er weicht ab.
Schwester, wie ich schon sagte, wir sind alle noch auf diesem Wege. Und keiner von uns kann sich in die Brust schlagen und sagen, ich werde es schaffen. Nein, wenn du so kommst, wirst du es nie schaffen. Du bist angewiesen auf diese Macht Gottes, auf diese Kraft Gottes, damit du bestehen kannst, meine Teuren. Wie möchte man jedem es so ins Herz hineinlegen, diesen rechten Kampf zu kämpfen, dass keiner von uns eins doch möchte zu Schande werden, einer doch möchte, und darum sagte er hier, dass doch viele falsche Brüder, und Gott spricht in Jeremia, vielleicht ein Vers, in Jeremia 8. Kapitel, den 9. Vers hier heißt das, Jeremia 8, Vers 9, darum müssen solche Lehrer zur Schande und erschrecken und gefangen werden, denn sie kennen das Gut, denn was kennen sie Gutes lehren, weil sie das Herrn Wort verwerfen. Erleben, er spricht hier von den Lehrern. Er spricht hier, und wenn wir da vorher lesen, so sehen wir, dass Gott verkündigt, dass diese Menschen oder diese Lehrer, die das Volk Israel, die wurden gestellt als Leiter dieses Volkes. Und er sagt, solche müssen gefangen werden. Wie können sie diese Wahrheit lehren, diese Wahrheit verbreiten, denn sie sich nicht halten oder dieses Wort des Herrn verwerfen. Das ist ein trauriges, und weißt du, so können wir oft im Leben mit vielen gefangen genommen werden, wie mit falscher Lehre, wie mit Reichtum, ihr Lieben. Oft junge Menschen besonders, ihr Lieben, werden gefangen genommen durch verschiedene Bücher, durch Romane, die vielleicht so spannend sind. Weißt du, sagte mal so ein junges Mädchen, ich kann nicht abwarten, bis die nächste Band rauskommt. Ich warte mit Sehnsucht, ihr Lieben, und so lesen sie Bücher und Bücher. Eine andere sagte, mein Regal steht schon voll von Romanen, ich weiß nicht mehr, wo ich mit denen hin, und ich kaufe und kaufe. Warum? Gefangen, gebunden an diesen Dingen, ihr Lieben, die für unser geistliches Leben sehr schädlich sind. Oft lesen wir vielleicht diese spannenden Bücher, aber die Bibel, die doch für die Seele so nötig ist, die vergessen wir oft, ihr Lieben. Oft werden wir gefangen genommen, ihr Lieben, durch diese Sorgen in der Zeit, in der wir leben. Meine Teure, viele Menschen, sie machen sich große Sorgen. Was wird doch kommen? Was wird doch sein? Was wird mit meinen Kindern? Was wird mit dem Nachkommen werden? Ihr Lieben, und Salomo spricht im 12. Kapitel, er sagte, Sorge im Herzen kränken, Sorgen machen müde. Wisst ihr, wir als Kinder Gottes, wir sollten lernen, erleben, nicht sich gefangen nehmen mit diesen Sorgen, aber auf Gott zu vertrauen. Wie im Lied wir gehört haben, wie die im Chor gesungen wurde, ja, das Gott vertrauen und gewiss sein, er ist bei mir. Was auch kommen wird im Leben, er ist mit mir, er ist bei mir. Und das ist so wichtig, Geschwister, dass man sich nicht mit diesen Sorgen. Natürlich gibt es auch manche Sorge, ihr Lieben, die auch Jesus sagte, einsam vor seinem Kreuzigung, weinet nicht um mich, sondern um euch und eure Kinder. Geschwister, das ist, sollte unsere Sorge sein. Wie wird es weiter mit dem Nachkommen? Wird diese Wahrheit weitergetragen? Wird diese Wahrheit bis ans Ende getragen werden von unseren Nachkommen? Wir sehen, ihr Lieben, wie immer wieder man hört, wie man von dieser Wahrheit bisschen und bisschen abtretet und am Ende gefangen genommen von diesen falschen Lehren. Vielleicht noch kurz noch ein Wort, das in Kolosser lesen wir, das in 2. Kapitel, der 20. Vers. So ihr denn nun abgestorben seid mit Christo, der Satzung der Welt, was lasset ihr euch denn fangen mit den Satzungen, als lebet ihr noch in der Welt? Ihr Lieben, ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema, die Welt, der Weltgeist.
Weißt du, der Weltgeist, der viele Menschen gefangen nimmt. Ach, es ist ein Gedanken, ein sehr breiter und großer Gedanken. Es ist auch ein Gedanken, ihr Lieben, dass man ungern darüber spricht, wie ich schon sagte am Anfang. Aber es ist ein Gedanken aus der Bibel. Ein Wort aus der Bibel, und das Wort fordert und sondert euch ab. Sondert euch ab von dieser Welt. Geschwister, wir können nicht der Welt dienen und Gott dienen. Es ist unmöglich. Und viele Menschen sind da gefangen, ihr Lieben, mit diesem Weltgeist und wollen nicht. Weißt du, Jesus eins, er betete für seine Jünger und sagte: Vater, bewahre sie in dieser Welt. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Jesus sagt: Wäret ihr in der Welt, so hätten sie euch erkannt. Aber so wie ich nicht von der Welt, so seid auch ihr nicht von der Welt, sondern in dieser Welt sind wir gestellt. Aber wir sind nicht in dieser Welt, dass wir mitmachen sollten, sondern nein, dass wir sich fern von dieser Welt halten möchten, dass wir von dieser Welt, ihr Lieben, sich absondern müssen. Und Johannes sagte: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Die Welt vergeht mit ihren Lusten, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in aller Ewigkeit. Geschwister, Gott möchte uns jedem so viel Weisheit und Verständnis geben. Weißt du, wir können oft feststellen, mit was wir gebunden sind, ihr Lieben, wo sind unsere Gedanken? Weißt du, wo sind meine Gedanken? Mit was sind sie den ganzen Tag beschäftigt? Lieben, meine Gedanken, vielleicht wenn ich zu Bett gehe, wenn ich aufwache, was sind denn meine Gedanken? Lieben, und Jesus sagte: Wer wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Weißt du, und David musste eins sagen: Herr, wenn ich zu Bett gehe, so denke ich an dir. Wenn ich aufwache, so rede ich von dir. Lieben, wenn das unsere Gedanken sind, wenn das uns, ihr Lieben, dann sind wir frei. Dann sind wir frei, denn ist Christus bei uns auf den ersten Platz, ihr Lieben. Ich wünsche, meine Teure, dass wir alle von diesem Geiste Gottes so gefangen genommen möchten werden, so geführt und geleitet möchten werden, ihr Lieben, dass nichts anderes Raum hätte in unseren Herzen, in unserer Seele, sondern nur allein Christus, nur allein dieser Gekreuzigte. Und weißt du, wie wird dein Leben dann sie sein? Ich spreche nicht, dass wir Kämpfe nicht haben werden. Die Kämpfe werden sein. Der Feind wird versuchen, diese Netze auszubreiten, aber er wird keine Macht an dich haben können, weil es ist eine, wie Jesus sagte: Ich habe ihm die Macht genommen. Und er gibt dir diese Macht, als Sieger zu sein, als Sieger durch dieses Leben durchgehen. Und Gott, hilfe uns, dass wir uns briefen möchten. Weißt, es gibt noch viel mehr Dinge, an denen wir Christen gebunden werden. Weißt du, allein dieses Handy, das wir vielleicht in der Tasche haben. Ach, was ist da alles drin in diesem kleinen Gerät, was wir da uns beschäftigen, und wir oft, wie viel Zeit verbringen wir da vielleicht auch mit diesem, und weißt du, und auch solche Dinge, Computer. Ein Bruder sagte mal: Mein Sohn kann 24 Stunden sitzen an diesem Kasten. Lieben, ist das nicht gebunden? Er braucht nicht essen, nichts, er sitzt da, er ist gebunden an diesen, Lieben, aber Gott, hilfe uns, dass wir frei sein möchten. Frei, 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 wie ich sagte, von Sünden bin ich frei, von Welt und ihrer Eitelkeit hat Christus mich befreit. Und wenn du heute nicht frei bist, festgestellt hast, es mangelt noch in deiner Seele, ich bin gebunden an manche Sache, dann bitte Gott, er kann dir frei machen. Und dein Gottesdienst wird ein freudiger Gottesdienst sein. Dein Gott dienen wird dir Freude bereiten auf den Wege. Weißt du, warum stellt man oft fest, so viele müde Christen, so viele, die da oft klagen: Ich kann nicht, ich komme nicht weiter. Warum? Weil du gebunden bist mit manchen Dingen, die Gott nicht wohlgefällig sind, und darum kannst du im geistlichen Leben nicht wachsen. Ich wünsche, Geschwister, dass Gott uns mehr
öffnen möchte, dieses Wort, und dass wir wirklich beten zu Gott möchten und dass diese Hindernisse, die auf deinem Wege sind, beseitigt möchten werden durch die Hilfe Gottes und du siegreich vorangehen kannst, mit erhobenen Häupter Gott danken und loben für dieses Heil, welches er durch uns Menschen gebracht hat. Amen.